Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit dem Xur-Tag. Wie man sieht, tanzt er hier auch schon von meiner Nase rum. Er ist hier gebundene Bucht in der ETZ. Ich zeig's kurz mal eben. Natürlich muss man ihn erstmal wieder finden, ne? Wie gesagt, Zielorte, dann ETZ, also die Erde. Dann ist das hier die gebundene Bucht. Oder müsst ihr halt hier hochfahren und dann hier zu dem Wrack hochspringen, ja? Und dann habt ihr den hier, also da hochspringen. Und dann seid ihr auch schon da. So, mal gucken, was er dabei hat. Ich muss da ein bisschen schneller hier machen, weil meine Handleitung funktioniert nicht so richtig, deswegen dauert das Hochladen zu lange, deswegen muss ich ein bisschen schneller machen. Schicksals in Gramm. Läuft, Leute, das ist schon mal sehr gut. So, als erstes hier die exotischen Ausrüstungsgegenstände erst kaufen, bevor ihr das Schicksals in Gramm zieht. Nicht vorher kaufen, nicht vergessen. Erst das hier unten kaufen, was euch fehlt, dann hier oben kaufen. Also wir haben hier einmal Sonnenschuss, einmal kurz eben angucken hier, Sonnenbrand, dann gekammerter Kompensator, dann hier einmal verbesserte Geschosse, dann hier einmal Sonnenexplosion, dann hier einmal texturierter Griff. Ja, ich habe den Katalysator schon bekommen und es gibt auch Ornamente. Ich habe Quarkstern einmal hier und ja, das die Waffe kostet 29 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir hier einmal Auge einer anderen Welt für den Warlock in Helm. Da haben wir folgende Sachen hier, Zerebral ablenkt, dann haben wir hier einmal Mobilitätsverbesserungsmodifikation über Restaurant. Tiefmodifikation, hier einmal Bogen zielen, dann einmal Handfeuerwaffen zielen, dann hier einmal zugepackt, dann hier einmal Schrotflintenreserven, dann hier einmal schwere Munitionsfinder. Gut, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier Gravitonenbuße, Helm einmal für den Jäger. Mal gucken, was da drin ist. Flüchtiger Schatten hier einmal, dann Platzstrafverstärkungsmodifikation, hier einmal Restaurativmodifikation, hier einmal Bogen zielen, dann hier einmal Handfeuerwaffen zielen, hier einmal noch zugepackt, dann Schrotflintenreserven und zum Schluss hier schwere Munitionsfinder, eigentlich ganz gut. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke und zum Ende hier Wurmgott Berührung Panzerhandschuhe für den Titan. Haben wir brennende Fäuste, dann hier Platzstrafverstärkungsmodifikation, hier Restaurativmodifikation, dann hier einmal Visionsgewehrlader, dann hier einmal Handfeuerwaffenlader, dann einmal Einschlaginduktion, dann hier einmal Schrotflintenplünderer und einmal Schwermunitionsfinder. Okay, die letzten Perks sind aber gleich. Ja, wie gesagt, kauft erst das, was ihr unten noch nicht in eurem Inventar habt, erst das kaufen und dann schickt es in Gramm ziehen. Schickt es in Gramm, kostet 97 legendäre Bruchstücke, werde ich jetzt direkt ziehen. So, mal gucken, was rauskommt. Hoffentlich was Gutes. Komm. Nein! Wieso kriege ich ein Arbeitstier? Das habe ich ja schon längst in meinem Sortiment. Ja, das war jetzt schon mal wieder ein Fehl, weil eigentlich sollte hier oben ein spezielles Engramm für alle, die ihre Sammlung vervollständigen wollen. Es ist nur einmal pro Woche verfügbar. Ja, danke dir. Arbeitstier habe ich schon. Ich weiß nicht, warum das jetzt gekommen ist. Wahrscheinlich, weil wegen den neuen Perks und so. Ich weiß nicht, aber es nervt gerade ganz schön. So, fünftes Schwert natürlich auch mitnehmen, wenn ihr Dämmerung machen wollt. Zum Einstellen müsst ihr das Ding mitnehmen hier. Ja. Das war jetzt ja gerade für die Katz. Wir gucken uns das trotzdem mal kurz an, aber es ist schon wieder nervig ein bisschen gerade. Hä? Aber die habe ich schon gekriegt. Wie gesagt, gehe ich auch nicht näher ein, oder doch? Gucken wir mal kurz an, aber eigentlich hat sich ja nichts geändert. Zahltag, Polygonlauf, dann mal Großkaliber geschossen, dann hier einmal kommen wir zum Geschäft und zum Schluss die Kompositschaft. Aber ich weiß gerade nicht, warum das gekommen ist. Es nervt ganz schön. Ich werde es jetzt auch wieder recyceln. Ich brauche die Waffe nicht. So, mal gucken, was rauskommt, wenn man es recycelt. War ein bisschen teuer gerade, 97 legendäre Bruchstücke, aber egal. Na, glaube auch nicht so viel. So, dann ist natürlich aktiv gerade der Raid natürlich, ne? Alle sind gehypt. Der Raid ist aktiv. Der Raid ist, oh Mann. Immer jetzt rumgeklicke, ne? So, Zielorte. Jetzt, gut, danke dir. Die träumende Stadt hier, der Raid hier. Der letzte Wunsch ist aktiv. Einsatzgruppe 6 Spieler, kooperativ. Ja, was da steht, mächtige Ausrüstung gibt es natürlich auch. Er ist jetzt soweit aktiv, wir können spielen, mal gucken, ich gucke erstmal Streams an, ich spiele es noch nicht. Ja, und zudem natürlich nächste Woche Dienstag ist Eisenbahnerzeit und dann geht's ab, mal gucken. Danke fürs Zusehen und Zuhören, wie gesagt, ein bisschen schnell, aber geht nicht anders, meine Leitung funktioniert nicht. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Bis demnächst, reingehauen, tschüss. Der schwarze Spiegel ist zersplittert.